80%, schade. Mit Hilfe eines Majestic-Agenten. Achso, den hätte ich draufballern müssen. Na gut. Da habe ich das nicht so genau gelesen, weil sie mich natürlich übelst beschossen haben gerade. Das ist natürlich doof. Mysteriöser Brand zerstört Motel. Manager gibt außerirdischen Oberen die Schuld. Ermittler falsch verlegten Kabeln. Wow. Ja gut, das soll ja alles im Rahmen bleiben, sagt man. So. Hast du ein Raumschiff-Upgrade? Oder etwas ein wenig persönlicheres? Die Objekte oder Fahrzeuge werden unter Umständen transmogrifiziert. Erhöht die Länge des Ionendetektors. Detonator. Ja. Bilder 1500. Bisher geht's noch. Da brauchen wir jetzt nicht so. Warte mal. Ein längerer Sprint lässt Krypto länger über dem Boden. Lass mal. So, der Desintegrationsstrahl bei Sepp Omat war ja der Strahl, der die Typen verbrennen lässt. Der Ionendetonator. Nicht Objekte oder Fahrzeuge. Machen wir mal. So, und dann gehen wir nochmal ins Raumschiff. Warum tue ich jedes Mal RB drücken? Ich weiß es echt. Nur das war's eigentlich. Mehr kann ich nicht auswählen. Dafür habe ich leider zu wenig. Gut, dann würde ich sagen, nächste Runde. Neues Glück, neue Runde, neue Vernichtung der Menschheit. Der Auslandskorrespondent. Bert Wittner in Panik vor Mordversuch. Angst um seine Sicherheit treiben amerikanischen Kult- und Nachrichtensprecher in ein Versteck. Aber laut ihm können die Nachrichten nicht zum Schweigen gebracht werden. Wir haben Majestics Gedankenkontrollprogramm einen Riegel vorgeschoben, doch das hält sich dann auf. Wenn wir aber die geballte Macht des Fernsehens nutzen... Könnten wir dem ganzen Land eine Gehirnwäsche verpassen? Wir können unser Signal ganz einfach auf normalen Fernsehfrequenzen übertragen. Wir brauchen dazu nur eine gute Tarnung. Eine Person, der die Menschen vertraut. Meine Recherchen lassen nur eine Möglichkeit zu. Ein Fernsehmoderator namens Bird Wither. Aber er ist untergetaucht. Vielleicht hat er mitbekommen, was du mit dem schläfrigen Ernst gemacht hast. Verzeihung, wenn ich so gerade herausfrage, aber du bist doch ein Außerirdischer, nicht wahr? Wie hast du das erraten? Ich wusste es! Ich wusste es! Meine Gebete wurden endlich erhört! Im Namen aller Nationen der Erde heiße ich dich auf diesem Planeten willkommen, oh Freund aus einer anderen Welt. Toll, danke. Das bedeutet mir viel. Genug Smalltalk! Wir brauchen diesen Bird Wither. Wo ist er, erbärmlicher Menschenspinner? Ihr wollt Bernd Wither? Ihr sollt ihn haben! Folgt mir! Perfekt! Ob das wirklich so perfekt ist? Folge mir! Folgt dem Spinner! Es ist egal, dass er verrückt ist! Er ist unsere einzige Spur! Wir geben dem Spinner halt alle Hinweise vom Spinner. Ich verstecke hier geheime Sachen. Nichts Besonderes. Ah. Nur meine Baseballkarten, meine Kronkorkensammlung und meine Aufzeichnungen zur Superspring-Theorie. Aber sag's keinem, okay? Jo. Scan mich, scan mich, scan mich! What?
Sie haben den Ort mit elektrischen Kraftfeldern gesichert. Ah. Du kannst sie aber deaktivieren, indem du einfach auf den Generator schießt. Geh besser unauffällig vor. Sie haben auch überall Schützennester verteilt, besonders auf der Seite zum Wasser hin. Pass auf die EMP-Minen auf. Davon haben sie auch einige ausgelegt. Okay, das ist wirklich alles ziemlich gut gesichert. Scan mich! Du kannst doch menschliche Form annehmen, oder? Du könntest dich getarnt einschleichen. Aber nur eine ganz bestimmte Tarnung könnte dir da helfen. Birdmother? Mann, ich liebe Birdwither. Hey, der Koch von dem Diner bringt immer Essen zu Birdwither. Er ist der Einzige, der an dem Kraftfeld und den Wachen vorbeikommt. Ah, der Koch. Wenn der verrückte Wissenschaftler recht hat, wird Birdwither streng bewacht und nur der Koch darf zu ihm. Du solltest den Koch benutzen, um zu Birdwither zu kommen. Wo ist denn Birdwither? Implantatsbefehl? Ist schon seltsam. Birdwither, der sich in so eine klamme Höhle verkrochen hat. Da steckt sicher eine schräge Geschichte dahinter. Hallo, jetzt geht er dahin. Nice. Folge dem jetzt einfach mal. Mal schauen, was passiert. Normalerweise müsste ich mich als den da verstecken, sag ich jetzt mal. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, auf elektronischem Weg das Anschauen von schmutzigen Fotografien leichter zu machen. So etwas wie ein Rechengerät mit einem Bildschirm. Ach, aber sowas wird es niemals geben. Doch, doch. Nur nicht in eurer Zeit. Sei extrem vorsichtig. Diese Zone scheint schwer befestigt zu sein. Dieser Birdwither muss irgendwo hier sein. Olivgrün hier, Kaki da. Was ist denn falsch an ein bisschen Fuchsia? Scheiße. Oh, war das Wasser. Boah, wir haben es irgendwie geschafft. Hey, hier ist Carmine, der Koch. Ich habe eine Essenslieferung für Birdwither. Wollt ihr nicht das Kraftfeld kurz mal ausmachen? Du siehst wie eine wandelnde Leiche aus, Carmine. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Finger vom eigenen Essen lassen. Ja, war nur Spaß. Moment. Ein geheimer Eingang. Es ist einfach zu süß, wenn diese Affen versuchen, ihre Hirne einzusetzen. Darf ich da jetzt auch rein? Was ist hier los? Ich darf auch rein, lol. Mann, mach mir bei all den Geschützen hier gleich echt in die Hose. Scheiße, die haben mich gesehen. Ach, Mann! Scheiß drauf. Rein hier. Wo bleibt das Hacksteak für Mr. Wither? Er ist am Verhungern. Ist mir egal. Ist es denn so schwer, ihn zu finden? Die Treppe rauf im ersten Stock der Docks. Hey, Mr. Miller. Ich bin hier. Bitte, tu mir nicht weh. Ich tue alles, was du sagst. Ich schwöre. Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten. Na los, Bertie Boy. Ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Ich wette, du würdest einen tollen Soldaten. Du Scheiße! Kann doch nicht wahr sein. Ach, ich kann nicht scheiße. Ich bin tot.
kann nichts machen. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte gerade eben überhaupt nichts machen. Wilder Affe. Ausgeschaltet, verrottener Leichnam verbreitet Gestank in Santa Modesta. Ich hab ganze Dörfer in Korea niedergebrannt. Außerirdischer Angriff! Was soll ich jetzt machen? Hört die! Gut, den hätte ich vielleicht als Dings nehmen sollen. Shit. Was ist los? Willkommen auf die... Nice. Alter, ich bin Professor Einstein. Töte mehrere Soldaten mit Sprengstoff. Ich denke mal, jetzt ganz unbemerkt, oder? Mal, ich muss mir mal kurz den zur Genüge tun hier. Wenn ich nicht bald jemanden erschießen darf, drehe ich noch durch. Boah. Boom, baby. Oh, shit. Marschiert hier lang, marschiert da lang. Marschiert doch selber, ihr Wichser. Ich gut, jetzt kommt der Typ hier lang. Was ich denke? Was könnte ich dir schon sagen? Aber dann müsste ich dich töten. Rempel mich nicht an. Lass es einfach, okay? Ja, Mann. Ich bin jetzt an denen vorbei. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Ich mache das erstmal so. Oli Murphy ist ein Weichei. John Wayne hingegen, das ist ein echter Mann. Und dann so. Mich auf jeden Fall dran vorbei. Fuck, ist nur los. Das ist mein Holobob gestört. Mein Daddy hat im Weltkrieg gekämpft. Oh mein Gott. Hört die. Hä? Macht denn der? Das hier ist nicht wie der Zweite Weltkrieg. Die Offiziere reißen mir immer den Hintern auf. Mistkerle. Das ist doch das, was ihr Jungs esst, oder? Es ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt sind die Dinger da. Oh Mann, ey. Sei ein guter grüner Junge. Es ist, als wäre er unsichtbar. Kann man so sagen, wa?
was ist denn da explodiert? Huch. Ruhig bleiben. Ich hätte doch zur Nationalgarde von Texas gehen sollen. Das wäre eine entspannte Dienstzeit. Okay, das ist schon mal weg. Jetzt ist das Problem. Hier sind gerade so viele Soldaten. Ich müsste jetzt eigentlich dort hinten. No. Hier ist Fass da. Müsste ich zum Studieren bringen. Aber das kann ich nicht so einfach machen. Das mit denen da locker aufnehmen. Weil da gerade keiner dran steht. Shit. Okay, das habe ich getan. Und jetzt muss der erstmal. Ich bin das Gesetz! Fuck! Gut. Hammer. Natürlich jetzt nicht so geil gelaufen. Na, komm schon. Jetzt. Schade, 4 Soldaten noch. Ich hab ein Gewehr. Zu. Wird deaktivieren. Was? Das haben wir. Oh, da ist so ein Majestic Agent. Das ist nicht so wild. An den kommen wir vorbei. Oh, shit. Obwohl jemand gemerkt hat, dass ich mich von der Truppe abgesetzt habe? Das Dumme ist, diese Explosionen, die sind halt nicht weit genug. Man bräuchte irgendwas, was in der Nähe ist. Ja. Das halt explodieren kann. So wie das da. Aber hat nicht viel gebracht. Kriege ich wieder nichts. Ich liebe unsere Flagge. Also kein Bonus. Das ist natürlich ärgerlich. Schade. Oh, was nun? Nochmal ein bisschen tot. Und Unruhe stiften. Ja, erreichen Bad Mither ungemerkt. Haben wir natürlich jetzt nicht geschafft. Mehrere Soldaten leider auch nicht, weil wir zum Anfang ja ein bisschen dumm waren. Naja, gut. Aufruhr bei SMCBS. River droht wegen Streit um Gehalt Job zu kündigen. Deswegen ist er verschwunden. Ah, alles klar.